Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu World of Warships. Ich habe heute mal eine ganz andere Sache, außer die deutschen und italienischen und amerikanischen Schiffe. Wir spielen heute die europäischen Schiffe. Wusste gar nicht, dass es die Fraktion Europa gibt. Aber ja, ich habe mir hier mittlerweile schon durch meine ganzen freien Punkte hier das Level 2 Schiff freigeschaltet. Und das scheint, wie es ausschaut, drei Torpedorohre zu haben allein schon. Und es schaut ehrlich gesagt ganz schick aus mit dem ganzen vergoldeten Zeug obendrauf. Was ich noch nicht so ganz verstehe, was das hier oben ist. Sind das Wäscheleinen oder... Ja. Ich habe auch mittlerweile den zweiten Körper freigeschaltet. Also der erste Körper sah irgendwie, keine Ahnung, aus. Und der schaut so aus. Und danach kommt die Romulus. Die schaut irgendwie nicht mehr so fein aus. Aber schaut auch sehr interessant aus. Deswegen würde ich sagen, wo hat er jetzt gedrückt? Was hat er denn jetzt gedrückt? Ey! Modules, YouTube, okay. Ich würde sagen, wir nehmen uns jetzt die Datra und stechen eiskalt mal einfach in See. Schauen wir mal, ob wir was finden auf Stufe 2. Sind wir doch mal gespannt, wie schnell das geht. Spielinhalt Reichweite 4 und 48. Das wird unangenehm wahrscheinlich. Ist nicht länger als 30 Sekunden. Lehrplätze werden mit Bots aufgefüllt. Oh, okay. Warum ist es so kalt? Ich habe ein Fenster zugemacht. Komisch. Tagsüber ist es voll warm und ja. Oh, drei Tatras insgesamt. Mehrere Dresdens. Hat der Gegner eine Tatra? Ja, eine Tatra. Aber sonst nur Level 2 Schiff. Das schaut alles nach Bots aus hier. Das schaut auch alles nach Bots. Oh Gott, es sind noch genau drei aktive Spieler oder was? Ja, das wird interessant, würde ich mal sagen. Und falls es euch auffällt, das Spiel läuft ab sofort, oder meine Videos laufen ab sofort, oder jetzt aktuell mit 60 FPS. Alle Mann auf Gefechtsstation. Ich habe nur zwei Kanonen? Unangenehm. Machen wir ihnen das Leben schwer. Das habe ich schon immer vor. Was ist mit T? Gibt es mir Boost extra? Maschinenboost aktiviert. Maschinenboost, oh. 33. 40 Knoten. 40. Fast 35 Knoten. Oh, wir haben schaffen sogar 35 Knoten. Gegnerische Streitkräfte am Horizont gesichtet. Wie weit kann ich schießen? Nicht so weit, es wird gerade... Nachladen, Jungs! Feuer frei, Jungs! Oh, da ist schon die Wand! Sag mir doch einer, dass ich gegen die Wand fahre! Fuck, nicht Treffer, nicht Treffer, ich wiederhole, kein Treffer! Treffer! Warte mal, drei. Ich glaube zwar nicht, dass ich treffe, aber ja. Holy shit, was hier läuft da vorne rum. Moinsen, ich bin's. Feuer. Oh, was? Ich habe genau zwischen den Türen noch getroffen. I'm a pissing round. Durchschlagschuss. Nochmal ein schöner Treffer. Maschinenboost deaktiviert. Torpedos voraus. Also mit den Torpedos. Wow! Unangenehm.
Boah, ich hab sie getroffen sogar. Und, Torpedo? Ja! Zwei Torpedos. Nacht. Dann würde ich mal sagen, hier, guten Morgen. Jetzt gibt's Ärger, Junge. Wenn er sich weiter dreht, dann habe ich Glück. Ah, er hat's gemerkt. Komm schon. Soll ich machen jetzt? Feuer frei. Das könnte meinen Kollegen killen, aber ja. Und? Ja! Bye bye, mein Freund. Das ist doch gut, wenn wir schon mal gewinnen. Ein Kill, 5 Torpedotreffer. Das sind die meisten Torpedotreffer, die ich jemals hatte. 12 Kilometer, 8,8. Nicht mal so viel Schaden ernommen, wie ich erwartet hätte. Voraus, irgendwo da. Schieß doch! Ey, es bremst da. Nö, kein Bock. Da will ich nicht. Schauen wir mal. Jetzt kommt Johnny! Da kommt wieder. Ach, das ist unser Schiff. Ich biege mal nach da ab. Ah, das ist ewig weit entfernte Schiff. Das gibt's ja gar nicht. Irgendwie waren wir beide am anderen Feld des Krieges irgendwie. Und da war auch nur so die Hälfte zu tun. Drei Schiffe noch übrig. Eins, zwei, drei. Sehe ich da mal was drüber? Ich würde gerne sehen, wo der ist. Und was der macht. Hallo! Wo bist du, mein Freund? Oh, der kommt jetzt da vorne raus. Oh, da vorne kann ich ihn schießen. Hoch. Torpedos voraus. Was heißt denn hier Torpedos voraus? Ist auf Backbord. Bam. Torpedos voraus. Feuern Sie nicht auf Ihre Verbündeten. Entschuldigung. Was, ich wurde jetzt erst gedeckt? Ach komm schon! Gibt's doch gar nicht. 288 Punkte, das müsste gleich reiten. Aber wir kämpfen gleich nochmal. Eine Runde geht noch. Wir haben erst 8 Minuten, eine Runde geht noch, ganz fein, gemütlich, mit 60 FPS diesmal sogar in diesem Video. Das sollten wir auch gut hinkriegen, weil meine Anzeige sagt, so um die 80 FPS rumläuft das Spiel aktuell. Was ich ganz gut finde. Dafür, dass ich gleich alles auf hochgeschraubt habe, irgendwie so. Wie viele Bots haben wir? Gegner ist nur Bots, wir sind absolut kein Bot. Das ist gut. Auf volle Penetration. Sind da hier Menschen irgendwo? Nee, ne? Kein einziger Mensch auf diesem Schiff. Ich hab das Geisterschiff. Oh, wir sind in der Arktis, oder? Schnee. Ich glaube, meine Richtung passt gut. Die Schlacht beginnt. Sagen wir mal guten Morgen. Nee. Ist so eine coole Ansicht. So runter. Du siehst halt nur am Horror wirklich, dass es sozusagen auch nach oben und unten zielt, weil da hört er ja auf zu zielen an. Er bleibt auf Horizon. Aber wir sind schon irgendwie schnell. Ich kann doch nicht meine Torpedos einmal einsetzen. Warum? Ich bin ja immer wieder der Einzige, der hier fährt, oder? Wenden.
Schauen wir mal, wie das darauf reagiert. Kuckuck! Darf ich? Ich weiß es nicht. Ja! Ich hab getroffen! Wie können die mich denn hier entdecken? Ich bin unsichtbar! Oh, da ist noch ein Schiff. Da ist noch einer! Wo ist der zweite? Zieltreffer! Da habe ich vorbeigeschossen, aber ja. Muss auch mal sein. Sonst wird es ja auch uncool, ne? Da ist wieder soweit. Der andere auch, kommt schon. Bye bye. Gegnerischer Kreuzer zerstört. Tschüss. Das hat gut funktioniert jetzt irgendwie. Vorne noch meine Torpedos wieder. Knall ich eh nicht in meinen Freund da drüben rein. Schaut aktuell nicht so aus. Oh, ich hab den sogar. Ich hab das Schiff getroffen und umgedreht. Was? Ich schieß vorbei, sowas von sicher. Ah, es klemmt! Es klemmt! Jetzt habe ich kurz Panik bekommen, weil es nicht funktioniert hat. Gib mal kurz Turbo hier. Maschinenboost aktiviert. Schauen wir uns das nochmal aus der Nähe an. Oh. Ups! Das weich. Eigene Basis wird erobert, was? Der Gegner hat noch drei Schiffe und ich glaube nicht mal, dass wir rechtzeitig zu den Schiffen ankommen. Ich schieße doch nur zwei Kugeln. Alter, da kommt ein Hagel auf einmal her. Komm, versuch zu treffen. Wer schießt denn hier so eine Wo kommst du her? Wo kommt der Assi denn jetzt her auf einmal? Alter, jetzt schon wieder so vorbeigeschossen, oder was? Das gibt's doch gar nicht. Auf einmal tauchen die wieder überall auf, die. Warte mal, Torpedos? Meine eigenen. Verschwind hier, du bist hier nicht willkommen. Ich versuch grad Zack irgendwie zu treffen. So, und der verschwindet hier. Der gibt den ordentlich gerade eins auf die Nuss. Yo! War das ich? Vermut mal, dass das ich war. Ich müsste zwei Kills haben, oder? Ja, es war meiner. Yes. Last Kill hier. Er hat nur 185 Punkte diesmal gebracht. Wahrscheinlich, weil ich nicht so... Obwohl, Zieltreffer passt auch. Hm. Verstehe ich nicht. Jetzt können wir das Ei auch fertig upgraden, oder? Jetzt müsste das letzte Upgrade für unsere Schaluppe hier auch fertig sein. Warte mal. Solarmodul. Ausfahren. Jo. Fully upgraded. Jetzt geht's dann zu Romulus.
Was kommt dann? Die Klasse Horn? Dann die Phoebis? Weiß nicht, woher die haben, aber sehr interessante Kombination aus europäischen Schiffen. Es sind auch nur Zerstörer da. Okay, das schaut schon interessanter aus. Das schaut schon einiges interessanter aus. Und dann kommt die Ölland. Und dann kommt die Östergöttland. Okay, und dann kommt die Halland. Euch sind echt die Namen ausgegangen. Und das ist die letzte auch. Und die hat einen Maschinenturm auch. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns bei einer nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.